Tummy. Das heißt, die Einatmung geschieht, wer es kann, durch die gerollte Zunge. Ich kann das gar nicht, aber ich gehe trotzdem. Ja? Das heißt, ich stülpe die, genau, ich stülpe, also ihr könnt Sarahs Zunge nicht sehen, aber die ist schön gerollt. Also könntest du mal, du streckst die Zunge vor und ich fixiere die da mit den Lippen. Ja? Und diejenigen, die rollen können, rollen ja schon von alleine. Und durch dieses Rohr, das du da bildest, oder Röhrchen, saugst du die Luft ein. Und ausatmend durch die Nase langsam und ruhig. Ja, probier das bitte einige Male aus. Erstmal im Sitzen. Während du ausatmest, lege bitte die dann wieder glatte Zunge sanft an deinen Gaumen nach. Die müsste kühler sein dann, weil du vorher Luft drüber gezogen hast. Und versuch mal bitte noch in der Ausatmung die Bauchdecke ganz einzuziehen, den Beckenboden anzuspannen, den Brustkorb aufzuziehen und lange in der Haltung zu bleiben, also einen Dhyanabandha zu setzen. Dann wieder lösen, mit Chitali einatmen. Also machen wir es gleich. Heute ist ja Freestyle. Ne? Wer möchte, setzt in der Atemlehre, wenn du merkst, dass das für dich länger haltbar ist, auch noch den Kehlverschluss, Jalangarabandha. Aber nur, wenn du merkst, boah, die Atemlehre ist heute Abend dein Ding. Ja? Wenn ich nicht, ne? Also muss ja die Zeit dafür sein. Und es muss dir auch was sagen. Burki, das heißt einfach, dass man den Nacken streckt und das Kinn Richtung Kehlgrube bewegt am Ende der Ausatmung in der Atemlehre. Ja, ich setze mich mal um, dann kann man das besser sehen. Bleibt dabei. Einatmen, Chitali, ganz ausatmen und die Zeit nehmen, in Dhyanabandha zu gehen. Bauch ganz einziehen, Brustkorb aufziehen, Beckenboden anspannen, Kehle verschließen. Das sind viele Worte, aber eigentlich ist es eine fließende Bewegung. Ein letztes Mal probieren. Und dann spürst du nach. Gibst den Atem ganz frei und bemerkst, welchem Zustand dein Geist ist. Kann sein, dass dir dein Geist durch diese Übung gebunden wird und ruhig wird. Kann aber auch sein, dass dein Geist bockig wird, weil dir die Übung nicht gefallen. Bemerke einfach, was ist. Und dann öffne die Augen wieder und komm bitte in den Stand. Folgender Vorschlag. Wir machen einen Sonnengruß. Wir machen ganz klassisch Rishikesh Surya Namaskar, weil ich denke, dass den alle können. Und ja, deswegen. Aber
Wir machen das gleich mit dieser Atmung. Das heißt, jede Einatmung in dem Ablauf bekommt Shitari. Du atmest in Ruhe ganz aus und versuchst in der Ausatmung, du kommst ja ausatmend in eine Haltung hinein. Und am Ende der Ausatmung, wenn du dann in der Haltung bist, versuchst du Uddiyana Bandha zu setzen. Einfach ausprobieren, jedes Mal neu ausprobieren. Wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm, dann atmest du in Ruhe durch. Ja? Und sonst ruhig bei der ersten Runde auch nochmal gucken. Ich würde vorschlagen, wir machen es so. Ich sage einmal an, wir machen einmal zusammen nur den Sonnengruß, damit wir uns nochmal klar sind, welcher das ist. Und dann mit Shitali und Uddiyana Bandha. Okay, also erstmal nur den Sonnengruß. Ich stehe relativ weit vorne am Ende meiner Matte und habe die Hand innenflächen zusammen. Und dann macht es immer schon Klick, genau der ist es. Obwohl auch einige so anfangen. Ich atme in Ruhe aus. Mit der Einatmung richte ich mich auf. Ausatmen beuge ich vor. Dann bringe ich einatmend den rechten Fuß nach hinten, setze den Fuß auf, setze das Knie auf, schiebe die Hüften nach vorne, richte mich auf und gehe in eine Rückbeuge. Ausatmen, komme ich nach vorne, um die Hände abzusetzen, schiebe mich in den abwärts schauenden Mund, Hüften weit nach oben, Länge im Rücken, breite Schulter. Einatmen, schwinge ich vor, hoher Liegestütz. Ausatmen, setze ich die Knie ab, Ellenbogen nach hinten, Brustkorb und Stirn. Und ganz zum Schluss die Hüften, ich lasse los, Halbzeit, jetzt geht's rückwärts. Einatmen, richte ich mich auf, Cobra. Ausatmen, stelle ich die Zehen auf, schiebe mich zurück, abwärts schauender Hund. Einatmen, bringe ich den rechten Fuß nach vorne, setze das linke Knie auf, schwinge hoch in die Rückbeuge. Ausatmen, setze ich die Hände auf, mache mit dem linken Fuß den Schritt nach vorne, bin in der ganzen Vorbeuge. Und dann einatmen, gehen die Arme weit über die Seite nach oben. Ziehe hoch, lege die Handinnenflächen zusammen und ausatmen, komme ich in die Grundposition. Okay, jede Einatmung bekommt Shitari, jede Ausatmung läuft in der Bewegung ab. Am Ende der Ausatmung probieren Uddiyana Bandha und Atemlehre. Viel Spaß, bis nachher. Mache noch die andere Seite, das heißt, du beginnst mit links. Probier es mal aus, passt das an dich an. Wenn dir irgendwas zu viel wird, machst du zwischendrin eine Pause und atmest in Ruhe durch. Probier das einfach spielerisch aus, wie das wirkt. So viel Gebundenheit in dem Ablauf.
spürst in Ruhe nach, wenn du abgeschlossen hast, wie du dich im Moment fühlst. Schultern locker, aufrecht stehen, Abstand zwischen den Beinen, weiches Gesicht. Und dann öffne die Augen. Wir wechseln, keine Angst. Das war's mit dem Ablauf.